wie zum Beispiel den Spitter und den Biter, glaube ich, kann man auch zählen. Die sehen so ein bisschen humanoid aus. Ich denke mal, darauf kann man nicht reiten. Das würde ziemlich blöd aussehen. Ja, jetzt müssen wir erstmal uns ausstatten. Und zwar seht ihr da hinten das Wasser. Da müssen wir jetzt hin. Denn ich habe ja nicht umsonst die Glasflaschen gekauft. Ich muss erstmal Wasser in die Flaschen füllen. Und mit diesem Wasser kann ich dann Heiltränke produzieren. Ich werde jetzt nicht alle 50 Flaschen mit Wasser füllen. Das dauert jetzt zu lange. Werdet ihr auch gleich sehen, wie man craftet oder craftet. Und dann legen wir auch mal los mit Leveln. Weil das dauert hier eine ganze Weile, bis man gelevelt hat. Vor allem, wenn man alleine spielt. Ich habe gestern gemerkt, wenn man zu dritt ist, geht das schon relativ schnell. Ich nehme hier noch ein paar Pumpkins mit. Da wollte ich eigentlich drüber springen. Also das Spiel ist schon extrem cool. Oh, hier sind Kühe. Wenn ich jetzt die Kuh angreife, ne, und die andere Kuh kriegt das mit, dann greift die mich auch an, obwohl die lieb ist. Die verteidigen ihre Artgenossen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde jetzt schon. Ich kann es ja mal probieren. Kühe bringen, glaube ich, ein bisschen mehr XP. Guck, jetzt kommt die andere Kuh auch. Ah, Kühe bringen 5 XP. Warum, weiß ich nicht. Da war mein Schaf tot. Jetzt ist mein Schaf gestorben, macht aber nichts. Es kommt gleich wieder. Also, das ist nicht verloren. So, da ist Wasser. Oh, da sind Wölfe. Die, mit denen lege ich mich lieber nicht an. Den Pilz nehme ich mit. Pilze kann man einsammeln zum Verkaufen oder für höheres Level zum Essen machen. Am Anfang kann man nur ein Essen machen und zwar. Ich muss mich nochmal kurz muten. So, sorry, meine Katze nervt tierisch. Essen kann man sich am Anfang nur eins machen, und zwar Ginsengsuppe und Pineapple Slice. Ich finde jetzt Pineapple Slice nicht so besonders toll, weil das heilt nicht sehr viel. Sieht man hier, 100 HP heilt das. Und Ginsengsuppe heilt 200 HP insgesamt. Der heilt dann, glaube ich, 2 HP pro Sekunde und bei Pineapple Slice 1 HP pro Sekunde oder so, keine Ahnung. Oder 2 und 4, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall ist das eine viel weniger als das andere. So. Jetzt, das hier ist übrigens das Crafting-Menü auf C. Da steht jetzt, dass ich mir auch schon ein Eisenschwert craften kann. Was schlechter ist als das, was ich gerade anhabe. Dann kann ich mir eine Brust, eine Wollbrust craften. Dazu brauche ich 20 von diesen Kottenjarn. Dann kann ich mir kein Amulett machen. Hier die beiden Sachen zum Essen. Heiltränke kann ich mir machen, also Life Potions. Und hier sind jetzt die anderen kleinen Sachen. Zum Beispiel habe ich jetzt schon von diesem Kottenjarn-Zeugs, kann ich schon 3 Stück machen. Das zeigt die 3 hier. Braucht man aber ein Spinning Wheel für, also ein Spinnrad. Was ich jetzt machen will, ist Wasserflaschen herstellen. Dazu muss man im Wasser stehen. Und da kann man die einfach mit Wasser befüllen. Man hält einfach auf das Schwert hier gedrückt, die Maustaste gedrückt. Und schon craftet der eine ganze Weile, bis man aufhört. Oder bis keine Items mehr da sind. Ich werde es mal noch bis 30 machen. Also dann habe ich 20 Stück. Ich glaube, so viele Herzen habe ich auch noch nicht. Weil diese Heartflowers, die man auch herstellen kann. Oh, jetzt habe ich eins zu viel gemacht. Die kann man auch herstellen mit Iceflowers. Man kann sie aber auch halt einfach so finden. So, jetzt kann ich 6 Heiltränke machen. Da steht die 6. Das ist alles ziemlich klein. Ich hoffe mal, das sieht man in der Aufnahme. Das heißt, ich habe 6 von diesen Heartflowers und ich habe 21 Wasserflaschen. Ich stelle mir jetzt mal 6 Heiltränke her, weil die braucht man auf jeden Fall. Also am Anfang definitiv. Und später wahrscheinlich auch. Dann kommen ja die ersten Bosskämpfe noch. Also es gibt schon hier ein paar Quests. Das sieht man. Also es sind Aufgaben quasi nur. Also, naja, Quests sind ja Aufgaben. Man sieht ja da hinten diese gekreuzten Schwerter. Wenn man da hingeht, gibt es immer eine Aufgabe. Da muss man immer irgendjemanden besiegen, irgendjemand Spezielles. Ich weiß nicht, ob es auch andere Aufgaben gibt oder ob man auch was anderes machen muss bei manchen Sachen. Auf jeden Fall sind hier. Ich kann ja mal ganz rausscrollen. Das hier ist meine Welt. Oder ich glaube nur ein Abschnitt von der Welt. Beziehungsweise ein Kontinent. Da wären jetzt 1, 2, 3, 4 von diesen gekreuzten Schwertern. Ich glaube, es gibt auch Welten, wo es mehr gibt. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. So, ich scroll wieder rein. Weil ich will ja eine detaillierte Minimap haben. Wo gehen wir denn mal hin?
Also alles, was hell erleuchtet ist, da war ich schon. Alles, was so dunkel ist, ist schon gerendert, aber da war ich noch nicht. Und alles, was blau ist, ist noch nicht gerendert. Das rendert dann automatisch, wenn ich dann in die Nähe komme. Ich habe jetzt Renderdistanz auf 100% gestellt. Das heißt, der rendert schon eine ganze Entfernung, rendert er schon vor. Also mir macht das Spiel auf jeden Fall tierischen Spaß. Und ich habe es bis jetzt noch nicht so lange gespielt, so 2, 3 Stunden bestimmt. Und ich muss ja vorher erstmal testen, ob das funktioniert mit der Aufnahme und so. Und ob es mir überhaupt Spaß macht. Hätte sein können, dass es total scheiße ist. Weiß man ja nicht vorher. Und dann will ich natürlich nicht Let's Playen, wenn ich es scheiße finde. Aber es ist geil. Ich habe schon ein bisschen Level 3 gespielt. Habe schon einen Boss sogar gekillt. Kenne mich jetzt schon einigermaßen aus. Also von dem, was man halt, soweit man sich halt in den ersten 3 Leveln auskennen kann. Also ich weiß, wie man craftet, ich weiß, was man killen kann. Ich weiß die Basis-Skills vom Schurken. Also ist schon nicht schlecht und ich glaube, ich werde damit eine Menge Spaß haben. Zumal es immer noch die Alpha-Version ist und sogar die gefällt mir. Kann man eigentlich vergleichen mit damals mit Minecraft. Das habe ich auch in der Anfangsphase der Beta habe ich es, glaube ich, angefangen. Ich habe es nicht in der Alpha gespielt, sondern erst später. Aber ich glaube, da hat die Beta gerade erst angefangen. Da habe ich es angefangen zu spielen und wie man sieht, ich spiele es immer noch und das ist schon ist schon 2 Jahre bestimmt her, dass es rauskam. Ich glaube ja. So. Ah, ein bisschen Stuff. Da ist ein Busch. Der droppt Holz und Pflanzen irgendwas. Also jetzt hat er nur Holz gedroppt. Diese Statuen, an denen wird man wiederbelebt, wenn man stirbt. Das Prinzip verstehe ich noch nicht so ganz, weil manchmal steht hier eine Statue, ich werde hier gekillt und ich spawne an einer anderen Statue. Warum das so ist, weiß ich nicht. Dann wieder Freunde von mir. Zwergen. Oder Zwerge. Warum das. Also. Warum man dann woanders spawnt, obwohl man direkt neben einer Statue gestorben ist, weiß ich nicht genau. Wie sich das rechnet. Oh, die sind ein bisschen stark. Und die haben jetzt auch einen roten Lebensbalken, das heißt, die würden mich jetzt angreifen, wenn ich in die Nähe von denen gehe. Ohne Rücksicht auf Verluste greifen die einen an. Schon mal schön, schön viel Baumwolle. Da ist noch ein Busch. Also am Anfang sammelt man einfach alle Items ein, die man findet, tötet alle Viecher, die man töten kann. Um überhaupt mal auf einen grünen Zweig zu kommen. Oh oh. Die sind auf meinem. Aber das sind Magier dabei. Die Magier sind richtig scheiße als Gegner. Ich greife den jetzt aber trotzdem an. Muss mich mal schnell heilen. Heilen kann man sich. Also Heiltränke kann man trinken, während man läuft, während man kämpft. Ne, während man kämpft nicht. Sobald man zuschlägt, hört er auf zu trinken. Guck mal, der trinkt, der Wichser. Der hat sogar was gedroppt und zwar ein Great Mace, also einen großen, wie nennt man das? Ja, habe ich vergessen. So, hier findet man ab und zu auch Feuerstellen, an denen kann man kochen und manchmal ist auch neben dieser Feuerstelle ein kleines, ja, Bett, würde ich mal sagen. Das liegt, ist eine kleine Matratze, die da liegt. Da kann man sich rauflegen und da regeneriert man HP und die Zeit geht leicht schneller von dann. Ich habe den Faden gerade verloren, mitten im Satz. Ja, die Zeit läuft schneller ab, ein kleines bisschen aber nur. Also man sieht ja oben ist die Uhrzeit von dem Spiel, nicht in-game. Also, oh Gott. Oben steht die In-game-Uhrzeit, nicht die echte. Es ist jetzt nicht 12:32 Uhr, sondern es ist jetzt 8:15 Uhr. Ich weiß gar nicht, ist das Realtime? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee, ist nicht wieder. Hat man gerade gesehen. Ich glaube, alle 10 Sekunden oder alle 15 Sekunden geht 1 Minute hier oben. Jedenfalls gibt es auch einen Nachtzyklus. Also, es gibt Tag-Nacht-Zyklus. Und wenn es Nacht ist und man legt sich irgendwo hin, zum Beispiel in einem Hotel, also in einem Inn oder was weiß ich wo, an einer Feuerstelle, dann vergeht die Zeit etwas schneller.
glaube, dann ist eine Minute alle 5 Sekunden oder so. Vergeht denn. Oh, hier ist ein Eisendepot. Mitten draußen. Eisen kann man dann später einschmelzen und zu. Also das ist jetzt Eisen-Nugget und später kann man es zu einem Eisenblock schmelzen. Da ist eine Höhle, eine kleine, glaube ich. Da ist auch Eisen drin, siehst du? Ich habe auch eine Taschenlampe, wie vorhin erwähnt. Die leuchtet allerdings nicht sehr stark. Und manche gehen auch hin, oder das haben wir auch gestern gemacht, unter anderem. Haben dann ein Seed rausgesucht auf einer CubeWorld-Wiki-Seite, beziehungsweise bei YouTube. Und da kann man extra nach Seeds suchen für gute Händler. Das heißt, im Startdorf ist dann ein Händler, der verkauft zum Beispiel eine gelbe Iron Lamp, also gelb von der, nicht von der Farbe der Lampe, sondern gelb von der Item-Qualität. Ich glaube, gelb ist das Beste sogar. Und davor kommt, glaube ich, lila oder blau. Dann kommt, glaube ich, grün und dann kommt ganz normal weiß. Und da haben wir uns gestern erstmal ein Seed rausgesucht für die gelbe Lampe. Also Itemqualität gelb. Alter, lass ihn mal. Lol. Scheiße, das schaffe ich glaube ich nicht. Da werde ich jetzt verrecken. Aber dann könnt ihr das auch mal sehen. Falls ich verrecke. Lol, Alter, die hauen ganz schön rein. Da habe ich sie beide betäubt. Ich muss einen scheiß Magier killen. Wo ist der? Da ist er. Lol, ich glaube, ich schaff das, Alter. Lol! Ich habe alle besiegt. Die haben sogar was gedroppt. Was ist das denn? Pet Food, Soft Eis. Und Schultern. Ja, Pet Food wird oft auch von Gegnern gedroppt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wofür Soft Eis ist. Für welches Pet. Was haben wir denn hier? Hier haben wir den Maze. Streitkolben. Maze heißt Streitkolben. Hier haben wir Handschuhe. Die sind sogar für mich. Power 1 und ich habe noch keine. Schultern sind für den Ranger. Also alle Items sind immer für spezielle Klassen. Es gibt keine Items, glaube ich, soweit ich gesehen habe, die für alle Klassen sind, außer die Lampe und die Ringe, glaube ich auch. Ich glaube, die Ringe sind auch für alle Klassen. Ansonsten ist alles für bestimmte Klassen. So, die Schultern kann ich nicht anziehen. Was haben wir denn hier noch Schönes bekommen? Sonst nichts außer das Pet Food noch. Soft Eis. Ja, nice. Da habe ich gerade mal eben drei Gegner besiegt. Sieht man jetzt hier noch irgendwas so in der Nähe? Da ist noch ein Pilz. Da hinten sehe ich etwas entfernt noch so ein Spinnennetz. Ich habe auch gestern gelesen, der Macher dieses Spiels, Wally, oder heißt der, glaube ich, Wally? Hat in Twitter mal geschrieben auf eine Frage hin, ob demnächst oder ob in naher Zukunft es möglich sein wird, das Spiel zu modifizieren, also ob man Mods erstellen kann für das Spiel. Er hat geschrieben, es wird wahrscheinlich nicht unterstützt werden. Mal gucken, ob er seine Meinung vielleicht noch ändert. Oder halt nicht. Hier ist ein Terrier. Werden wir dann sehen. Mal gucken. Aber Mods braucht man ja auch nicht unbedingt, wenn das Spiel schon geil genug ist. Jetzt gehen wir mal hier gucken, ob hier noch was ist. Das sieht aus wie eine etwas größere Höhle. Leider ist meine Taschenlampe echt voll. Nee, ist gar keine Höhle. Also meine Taschenlampe leuchtet nicht besonders stark. Weil wenn ich da überlege, die Lampe, die ich gestern hatte, im Vergleich, alter Schwede, die ist richtig krass hell. Ich werde auf jeden Fall nicht, höchstwahrscheinlich nicht auf dieser Welt bleiben, sondern irgendwann auch mal die Welt wechseln. Jetzt nicht andauernd mal jede Woche eine neue Welt machen, sondern einfach irgendwann, wenn ich mal keinen Bock mehr habe auf diese Welt, werde ich dann einfach eine neue erstellen und da dann drauf gehen, weil man kann den Charakter immer mitnehmen. Und wie bei Terraria quasi, und man verliert nichts, man hat noch alle Items, die man dabei hatte, man hat seine ganzen Level. Man hat sein Pet. Also das ist eigentlich ganz super. Und dann werde ich mal andere Welten ausprobieren. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren coole Seeds schreiben.
Jetzt nicht die unbedingt, die auf.